Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Shadowrun Returns. Wir sind jetzt hier wieder vor dem Zaun, wo die Lagerhalle ist. Und ich versuche jetzt hier einzudringen mit drei Kumpanen. Ich wollte mich noch mit Shannon treffen. Oha! Okay, hier ist schon mal alles eingerissen. Und hier steht ein Straßensamurai wahrscheinlich. So von der Bankfrisur her würde ich sagen, das ist so ein typischer Schläger. Hä? Ihr da. Ihr dürft diesen Bereich nicht betreten. Es gibt ein Gasleck an den Docks. Rumlungen ist hier nicht. Der Typ sieht nicht wie einer der angeheuerten Söldner aus. Hey, hört ihr mir überhaupt zu? Verschwindet von hier. So, jetzt habe ich hier die Auswahl. Das werde ich nicht. Ich bin nicht wegen dir hier. Lass mich einfach durch. Nehme ich mal das zweite. Hör mal, Mann. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Okay. Oh-oh. Er rennt weg. Jetzt. Nein. Was hat er denn jetzt gemacht? Gut, ich stelle mal oben auf Salbenfeuer. Vollautomatik. Gezielter Schuss. Einzelschuss. Feuerstoß. Munition C. Mach ich mal Feuerstoß. So. Wie das platzelt. Jawohl. Das ist ja geil. Das hat gefallen. So, hat er noch was gedroppt? Nee, leider nicht. Okay, da hinten liegt schon ein Tode. Gehen wir mal weiter. Ist hier im Wachhaus, komme ich auch nicht dran. Ich würde mal ein bisschen schnüffeln. Vielleicht gibt es jetzt hier irgendwo was zum Abgrapschen. Weil alles, wo ich Geld sparen kann, ist immer sehr nützlich. So, hier scheint es nichts zu geben. Hier ist aber immer noch dieser Helikopter. Ich würde den am liebsten irgendwie sabotieren oder so, damit die nicht abhauen können, falls sie den benutzen wollen. Weil aus irgendeinem Grund muss er ja da stehen. Ich glaube nicht, dass er hier grundlos steht, aber der stand auch schon beim letzten Mal da von... Oh oh. Was ist das? Verteilt euch und sichert den Bereich. Scheiße! Das sind vier Teufelchen. Gut, machen wir hier mal rein. Das ist nicht genug AP. Scheiße. Da habe ich ein Problem. Gezielter Schuss. Jawohl. Oh. Okay. Was haben die für Waffen? Das ist nicht so gut. Was hatten die sonst noch? Sonst nichts. Was hat die gezielter Schuss? Ja, mach mal. Jawohl. Und weg ist er. Verstecken wir uns mal hier hinten dran. Was ist denn das hier? Ah, Volldeckung. Das ist gut. Schön decken. Jetzt haben wir hier zwei Seitendeckung. Und hier, hier hinten noch. Irgendwo noch. Ja. Alles klar. Stellen wir einfach... Ah, ja. Hier. Ist noch ein Plätzchen, ne? Komm. So, und die hier hin. Sehr gut. Jetzt lassen wir die mal auf uns zukommen. Oh, jetzt kommt er her. Komm her, komm her. Nein, 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 nein. Jetzt lass mal. Jetzt kommen sie her. Gut. Einmal. Zweimal. Jawohl. Die hat ja Einzelschuss nur. Oh, verfehlt. Das ist so gut. War nur schwach getroffen. Der hat auch eine Pistole. Machen wir mal gezielt der Schuss, das soll dir helfen. Jawohl. Fällt noch ein. Ja. Dann mal looten, bitte. Was haben wir hier? Sieht aus wie der Schlüssel zum Warenlager. Sau geil. So, und gleich hier wieder hin. Da geht's jetzt weiter. Okay, die Runden sind vorbei. Ist es doch noch nicht vorbei. Ich bin immer noch in dem Rundenmodus. Stecke ich mich mal hier. So. Ich stehe hier zu offen. Das ist zu gefährlich. Ich gehe mal hier hinten dran. Sollte mal wenigstens halbwegs Decken geben. So, hier noch dran. Hier noch eine. So, hier. Es gibt gar keine Deckung. Ich stelle mich halt mal hier hin. Erstmal abwarten. Muss ja
wenigstens ein bisschen taktisch denken. Ich habe ja mal wieder einen Rüffel gekriegt, aber es war wirklich zurecht. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon beim letzten Mal erzählt. So. Irgendwo scheinen auf jeden Fall noch welche zu sein von den Teufeln. Ich möchte die kriegen. Ich möchte sie kriegen. Mal hier hin. Schwamm mal ein bisschen näher aus. Ah, ich darf nicht so offen auf dem Feld stehen, das ist so böse. So. Gucken wir, ob hier noch ein paar. Da ist er, der Teufel. Guck dir den an. Da ist der andere. Nein, brutzeln. Na gut, der kriegt's jetzt ab. Der kriegt's jetzt ab. Machen wir hier Vollautomatik. Ah, ich mach wieder Feuerstoß. Jawohl, und weg ist er. Und hier mache ich gezielter Schuss. Hast nicht getroffen. Warte nochmal. Jawohl, das tut weh. Hier auch wieder gezielter Schuss. Blickfeld ist blockiert, das ist schlecht. Und hier dran. Und drauf. So, was hat denn der uns noch für Waffen? Ui, das wird jetzt wehtun. Jawohl, ein bisschen wenigstens. Und gleich nochmal. Jawohl. Jawohl, stiefel dich schön dorthin. Schön dorthin stellen und weg bist du. Als der letzte Söldner auf den Boden fällt, wird es unheimlich still an den Docks. Gut, also jetzt haben wir sie alle umgelegt. Bin ich aber froh. Bin ich wirklich sehr froh. War weitgehend Schaden eingesteckt irgendwo? Nee? Haben wir Glück gehabt. Haben wir echt alle Söldner umgelegt. Ich möchte nicht wissen, was jetzt da drin noch auf uns wartet. Oder gibt es hier noch was zu entdecken? Ich gehe mal hier in den hinteren Bereich. Die haben doch da hinten auch noch irgendwas gemacht. Vielleicht gibt es hier noch was. Kann ich den Kran bedienen? Nee, hier gibt es auch nichts mehr. Gut, gehen wir mal rein. So, du bist im Begriff, an einen anderen Ort zu reisen. Fortfahren. Bestätigen. Geisterstunde. Du bahnst dir gemeinsam mit Shen einen Weg in die abgedunkelte Lagerhalle. In ihren Augen erkennst du diesen abwesenden Blick, der auf eine Verbindung mit dem Astralraum hindeutet. Als sich die Welt wandelte, erlebten die uramerikanischen Stämme eine Wiederkehr und forderten auch für sich einen Platz in der neuen Welt. Sie bekamen ihn. Das Salish Seed Council repräsentiert derzeit etwa 8,6 Millionen Indianer aus verschiedenen Stämmen. Salish, Maka, Sinserach und viele weitere. Sie haben sich dank ihrer tieferen Verbindung zu sowohl der physischen als auch der spirituellen Welt besser an das Erwachen angepasst. Eben diese Verbindung kannst du jetzt bei Shannon beobachten. Du bemerkst die leichte Veränderung in ihrem Fokus. Da haben sie auch wieder einen Schreibfehler drin. Als sie in das Hier und Jetzt zurückkehrt, sie nickt dir zu. Sie spürt die Geister an diesem Ort. Nun musst du sie nur noch finden. So, ich habe jetzt fortsetzen geklickt. Oh oh. Finde diese Daten oder wir sind tot. Okay, neues Ziel. Finde die Paydata. Naja, hinter der die anderen Runner her waren. Gut, soll ich den jetzt umlegen oder was soll ich machen? Weiß nicht, was ich machen soll. Ah, was ist denn das hier? Shadowrunner? Shadowrunner. Oh Gott, da hinten ist so ein. Das ist ein Adept. Guckt er den an und dieses Schwert, was er hat, das ist schon widerlich genug. Gut, ich nehme hier mal Deckung. Jetzt habe ich aber nicht mal genügend Punkte. Na gut, aber den knall ich so weg. Ist mir jetzt egal. Gehe jetzt hier hinten dran. Ziehe jetzt auch einen gezielten Schuss. Jawohl, das tut weh. Hier mache ich auch einen gezielten Schuss. Und gleich noch einen hinterher, damit er rumfällt. Wir müssen diese Typen loswerden, bevor wir den Geist beschwören können. Das leuchtet ein. Das leuchtet durchaus ein. So, hier kann ich mich nicht mehr verschanzen. Und hier ist noch ein bisschen Platz. So, den brutzel ich jetzt auch mal einen rein. Das sollte gehen.
Jawohl. Hopp, geht noch eine? Nee. Okay, da kommt schon der nächste. Zum Glück scheint er nicht. Oh Mann. Nein, 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 nein. Nicht down, nicht down. Nein, 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 nein. Oh. Oh, 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 oh. Gut, schalten wir mal eine Vollautomatik. Dauerfeuer. Tat's weh? Ich würde sagen, ja. So, das muss erst aufladen. Dann balle ich jetzt den von hinten einen ins Kreuz. Und gleich noch eine. So, hier machen wir... Achso, das ist auch wieder... Muss aufladen, hat ja Cooldown. Drei Runden. So. Und hier... Nee, Ding nehme ich nicht. Soll ich das dem so einballern? Nee, es tut nicht so weit weh. Aber machen wir trotzdem. So. Anständig bratzelt. Nein! Au! Okay, das war zum Glück nicht so stark. Boah, der ist immer noch. Gut, er hat dich getroffen. Aber das schon. Das leider schon. Okay, die hat etwa die Hälfte ihres Lebens verloren. Machen wir mal was anderes. Was hat denn der eigentlich noch? Bug Shadow Runner. Troll. Mal erstmal den Teufel hier weg. Okay, der lebt immer noch. Jetzt ist er weg. Und der Himpfen ist auch eine Leiche und der dampft auch noch das Blut. Sehr lecker. Wurden jetzt drauf auf den Teufel da. So eine scheiß Knarre. Die halten alle so viel aus, die Orks hier. Kurz die Wurst. Ein bisschen und einmal mit der Knarre. Ah, Mist. Gut, was macht er jetzt? Hoffentlich kein Ei legen. Oder eins werfen. Nee, legen wird er, denke ich, nicht. Ich denke, das wäre auch zu übel, wenn der einmal sich auf die Schüssel setzt. Eieieiei. So. Oh, Magazin ist leer. Muss nachladen. Das kostet mich jetzt einen Aktionspunkt. Nicht genug AP. Na gut, mache ich halt Einzelschuss. Oder für gezielt. Jawohl, der ist weg. Der ist weg. Da kann man doch bestimmt gezielt machen. Na schade. Stell ich mich jetzt mal hier hin. Hopp, auf ihn. Na, Mann. So, hin. Und Feuer. Jawohl. Bin jetzt alt. Ne, da ist immer noch einer. Wo ist der letzte Teufel? Wo ist der? Das könnten wir mal, weil wir halbwegs wieder sicher sind, einen Medkit wenigstens geben, der hier, der Kleine. Ich will ja nicht, dass irgendjemand stirbt, das ist ja schon wieder hart genug gewesen. Gut, ich gehe erstmal da unten in dieses Gefilde, da wo immer ich schon die Deckung nutzen. Eieiei. Oh, was war das? Also auf jeden Fall ist da auch unser Alarmsystem oder irgendwas losgegangen. Das gefällt mir auch gar nicht. Da liegt auch noch eine Leiche. So. Stelle ich mich mal hier hinten hin. Wir haben diese Rohre. Nach Möglichkeit. Ich mal so hin. Ja. Yeah. Stelle ich mich mal dahin. Direkt neben die Tür. Mal hoffen, dass hier nichts rauskommt. Wollen wir es echt nicht hoffen. Das täte sonst weh. So, gehen wir mal rein. Na los. Aber erstmal hier an die Tür. So, die macht jetzt die Tür vorsichtig auf. Der Auftragskiller. Gucken, was wir finden werden. Deckung suchen, der hat noch keine Deckung, also erstmal hier an die Tür. So, nächste. So, du suchst jetzt Deckung, hier dran. Wunderbar. Nächste Deckung. Exzellent. So, jetzt sie. Sie sucht da Deckung. Genau, der jetzt hier. Ah, da kommt schon der nächste Teufel. Au! Ich
Ich glaube, es wäre besser, ich verkrümmel nicht mal mit dem. Das ist ein zu starker Krüppel. Full Automatik vor ihr. Wo stehe ich denn überhaupt? Nee, das ist zu weit. Stelle ich mich vielleicht erstmal dorthin? Nee, das geht auch nicht. So. Hier einen gezielten Schuss. Was da? Ich habe schon wieder alles verbraucht? Nee, ne? Teufel da. So, jetzt knallen wir den erstmal weg. Mist. Ein Schuss. Mist. Ist ziemlich gut geschützt. Ich hau dem mal ein Ei rein. Vielleicht das Beste sein. Kann man das, kann ich das werfen soweit? Nee, leider nicht. Kann ich nicht werfen. Guck mal, ich halte einfach nur mal einen gezielten Schuss auf den Sack. Der sitzt da zu gut. Der sitzt einfach zu gut. Jetzt mal hier hinten dran. Du Scheiße. War denn der jetzt drauf geschossen? Gut, er ist näher gekommen. Er ist näher. Und dem erstmal hier so eine kleine Feuerdose um die Ohren. Jawohl, und weg ist er. Sauber. So, hier hinten. Jetzt habe ich aber keine. Was ist denn das für ein. Was heißt dieser Totenkopf? Das verstehe ich nicht. Ich guck AP. Laden wir erstmal nach. Munition ist das A und O. Schön heißt. Ich bleib mal mit der dort. Ich muss hier geschützt sein. Kann wie weit kann ich mit dem werfen? Oh. Auch nicht weit genug. Ist auch recht kräftig. Yeah. Was ist das für eine eigentlich? Ah, schade, dich getroffen. Ist auch zu weit weg für eine kleine Uzi. Das ist zu weit weg. Was hatten wir eigentlich noch für Waffen? Achso, Nahkampfwurstmesser. Gut, machen wir mal den nächsten. Sie jetzt wieder. Ich kann doch noch ein bisschen casten oder irgendwas anderes. Wie weit sie kommt. Ne, das Blickfeld ist blockiert. Ja, da gibt's gute Deckung. Gehen wir mit ihr dorthin. Das ist nicht unbedingt der richtige Weg ist. So, die stelle ich mal dorthin. Das sollte er nicht sehen. So, ihn einfach mal stelle ich mal dahin. Gut. So, einmal Medikit. Zum einen, ach, ich warte mal ab, was er macht. Gut, komm nur her. Komm ruhig her. Als erstes lasse ich den mal ein Ei werfen. Rauchgranate, was macht die? Erzeugt Rauch, der die Trefferchance um 15% reduziert. Hält 3 Runden an. Ah, lass mal erstmal schmeißen. Gut. Und drauf auf den Sack. Was? Geht nicht? So, achso, weil er hier schlecht steht. Na gut, müssen wir halt schießen. Mal die Sache. Immer noch Cooldown. Das Blickfeld ist blockiert. Dann stelle ich den jetzt einfach mal hier hin. Sollte er drankommen. Jawohl. Ist auch lecker, wenn die so leise sind. So, jetzt mache ich hier wieder Einzelschuss. Obwohl, ich mache gezielt. Jawohl. Das war ein schöner Schuss. Er steht kurz vor dem Ende. Und das war's. Er ist hin. So, und jetzt kommt noch sie. Sie sammelt ein. Geile. Gegenstand aufgenommen. Was haben wir hier? Ares Flugschreiber. Ziel abgeschlossen. Optional. Finde die Payday da, in der die anderen Runner her waren. Das dürfte etwas Kohle bringen. Oh Gott, hier ist noch ein. Nein, nein, nicht so einem Wurstmesser. Ich denke mal, ein gezielter Feuerschuss sollte ein bisschen helfen. Jawohl. Das war der letzte. Mir nach. Sau geil. Ziel abgeschlossen. Shannon muss überleben. Besiege die Runner Crew. Ich habe es tatsächlich geschafft, meine werten Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe es echt geschafft. Ich bin sehr glücklich. Ich bin jetzt sehr glücklich. Ich habe jetzt wieder gedacht, ich versage jetzt wieder gnadenlos. Aber durch das Einsetzen der Spezialfähigkeiten habe ich es echt gepackt. So weit zu kommen. Sau geil. So, jetzt beschwört sie den Geist. Ziel abgeschlossen.
Das ist er jetzt. Wie heißt der? Verlorene Seelen. Achso, das sind mehrere. Auf einmal. Oh Gott. Das sieht aus irgendwie wie Friedhof der Kuscheltiere oder so. Eine unnatürliche Kälte zieht herauf und die Geister toter Kinder scheinen mit den weißen Dampfschwaden deines Atems zusammenzuwachsen. Ihre engelhaften Gesichter sind verbrannt und ihre Lippen zittern, als würden sie gleich anfangen zu weinen. Ihre Augen jedoch sind rund und leer, als sie dich mit ihrem starren Blick fixieren. Gott. Wir sind die unschuldigen Opfer der Flammen, die am Rauch erstickten, die nach ihren Müttern weinend vom Himmel stürzten. Ihr reicht uns einen Anker in eure Welt, die einst auch unser Zuhause war. Mit seiner Hilfe werden wir erhört werden. Zeige den Geistern den ersten magischen Fetisch. Die Welt der Körperlichen ist uns verwehrt. Wir sehen nur noch die Essenz und die Aura der Lebenden. Doch Wörter driften ins Jenseits hinüber und manchmal können wir sie hören. Letzte Nacht wurden wir von einem langen, qualvollen Schrei an diesen Ort gezogen. Ein Mann flehte um Zeugen, als er starb. Also kamen wir, um Zeugen zu werden. Doch flohen vor dem hasserfüllten Geist, der die sterblichen Überreste des Mannes entweihte. Der Geist war fremd. Er war kein Teil dieser Welt. Er war durch den Schleier zwischen den Welten gedrungen und hatte die Dunkelheit durchwandert, um an diesen Ort zu gelangen. Zeige den Geistern den zweiten magischen Fetisch. Als der Fremde verschwunden war und wir erneut unsere Stelle als Wächter des Toten einnahmen, fanden wir zwei Kreaturen vor. Den einen würdet ihr Elf nennen, frei von Technologie und in der Lage, die Energien des Kosmos zu leiten. Und doch war seine Seele von innen heraus zerstört. Sie war dunkel und verdorben. Doch nicht wie der Fremde, also blieben wir. Die zweite Kreatur war ein Troll. Seine Essenz wurde Stück um Stück von seinem Körper gerissen, bis nur noch kalter Stahl zurückblieb. Seine Aura war die eines simplen und verwirrten Geschöpfes. Zwischen dem Elf und dem Troll lagen die Überreste eines Mannes, dessen Schwester uns nun um Gerechtigkeit bittet. Neues Ziel: Untersuche die Stelle, an der die Leiche des Opfers gefunden wurde. Der Elf, seine Essenz verbleibt an diesem Ort, an der Stelle, an der der Mann gestorben ist. Etwas wurde zurückgelassen, ein kleiner Teil von ihm. Kannst du uns noch mehr verraten, Geist? Die Geister beginnen zu verblassen. Alle außer der eine. Seine Augen betrachten dich mit einer Schärfe, als wollte er sich an jedes Detail deiner Erscheinung erinnern. Nein, wir können nicht bleiben. Die Geister verschwinden und die junge Schamanin trennt das magische Band, das sie mit der anderen Welt verbindet. Sie taumelt, als sie zu ihrer selbst zurückkehrt. Vielleicht ist es auch der Schock, von den letzten Momenten ihres Bruders zu erfahren, der sie schwanken lässt. Sie haben ihn gesehen. Sie waren bei ihm, als er starb. Alles in Ordnung? Sie atmet mehrmals tief ein und aus, bis sich Körper und Seele beruhigt zu haben scheinen. Nein, aber bald wird es das sein. Ich möchte nicht, dass es so endet. Nicht erleidet, was diese armen Seelen erleiden mussten. Mein Bruder sollte frei sein. So, jetzt habe ich hier zur Auswahl. Das wird er, sobald wir seinen Mörder finden. Eine größere Freiheit als der Tod sollte schwer zu finden sein. Er ist frei. Was wir jetzt tun, das tun wir für die Lebenden. Ich nehme mal das Erste. Ja, den Elfen und den Troll. Wir müssen den Teil des Elfen finden, von dem die Geister gesprochen haben. Er ist unsere beste Chance, um ihn aufzuhalten. Gut. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen rumstöbern. Das ist ja immer ein Lagerhaus. Vielleicht gibt es hier hinten ein paar Kleinigkeiten, die ich noch stibitzen könnte. Kann ich hier hinten noch rein in die Ecke? Nee, nicht mehr. Wahrscheinlich stürzt uns alles zusammen. Wie kann ich gar nicht draufklicken? Also geht es hier gar nicht weiter. Aber hier oben ist noch was gewesen. Da war ja noch irgendein Büro oder was ähnliches.
Da gehe ich jetzt auch mal rein. Okay. Was haben wir hier noch für Teile? War hier noch sonst noch irgendwo was? Vielleicht noch irgendwas zum Abgrapschen? Irgendeine Kiste vielleicht? Oder was anderes? Da gehen wir mal hin. Vielleicht finden die was. Was ich jetzt hier nicht angezeigt bekomme, vielleicht irgendwas noch? Nee, nichts mehr. Gut, aber weißt du nicht, dass es alles war. Es muss ja noch mehr geben. So, aber da oben war noch diese Tür. Da will ich auch noch schnell rein. Das will ich jetzt abgraben. Abgrapschen. Warte mal, im Klo. Hier in der Toilette. Da könnte ich auch noch mal reingehen. Ist hier noch was aus diesen Pissoirs da? Ne, sind auch nichts mehr, ne? Schade. Gut, gehen wir mal ins Büro. Vielleicht kann ich noch mal den PC knacken. Vielleicht haben die noch was dort liegen gelassen. Das wäre ja interessant. Okay, hier ist noch wieder ein Haufen Müll. Gehen wir hier noch weiter. Hier möchte ich noch irgendwo interagieren. Gibt's hier noch was? Naja, aber sonst ist ja auch nichts mehr. Schade. Schade. Ich hätte sogar noch was abgegrapscht. Und die Tür ist verrammelt. Komme ich da vielleicht doch rein irgendwie? Ein paar Ecken wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Gut, jetzt, was habe ich hier? Gegenstand hinzugefügt. DNA-Spur. So. Blut. Das ist, was die Geister uns zeigen wollten. Ein Teil des Mörders meines Bruders. Es ist nicht viel, aber es wird ausreichen. Sie starrt die kleine Probe feindselig an, als könne sie ihren Besitzer durch sie hindurchgreifen und erwürgen. Womöglich kann sie das sogar. Ist das genug, um einen Zauber drauf zu wirken? Das wäre die erste Auswahl. Kannst du ihn damit finden? Und das dritte, üben du und deine Freunde zufällig viel rituelle Magie aus. Also das gibt überhaupt keinen Sinn. Da frage ich mal das erste. Alles, was ich brauche, ist ein Tropfen und Zeit. Ich fühle mich immer noch sehr ausgelaugt. Ich muss mich ausruhen, bevor ich etwas derart Kompliziertes versuchen kann. Wenn ich wieder dazu in der Lage bin, kommuniziere ich mit Bär und den anderen Geistern und tue, was getan werden muss. Bis dahin könntest du einen Teil der Probe an dich nehmen und dem Täter mit etwas konventionelleren Methoden auf die Spur kommen. Ich habe ein paar Freunde, die da vielleicht helfen könnten. Gut, sag mir Bescheid, wenn du irgendwas über diesen Elf und diesen Troll herausfindest. Solltest du sie finden, dann möchte ich dabei sein, wenn es ihnen an den Kragen geht. Ich will sehen, wie das Licht aus ihren Augen schwindet. Um meines Bruders willen. So, jetzt habe ich wieder drei Möglichkeiten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Solange du mit deinem Rachedurst nicht die Mission gefährdest, es gibt niemand sonst, den ich lieber an meiner Seite wüsste. Nehme ich mal das letzte. Gut, da kam nichts mehr. Ich denke mal, das ist jetzt soweit okay. Und ich habe da wirklich nichts mehr da. Nichts mehr zum Grapschen oder so. Kein irgendwelche Häufchen an wertvollen Sachen oder so. Nichts mehr. Ja, vielleicht kann ich das trotzdem noch verticken, diese Daten. Das, ich denke, das wird dann alles sein als Belohnung. Schade, schade, schade. Mal gucken, wie ich meinen Shadowrun-Mentor, ich nenne ihn jetzt mal so, wie ich den kenne, wird es wahrscheinlich wirklich der Fall sein, dass ich hier wirklich noch was übersehen habe. Aber hier kommt man auch nicht mal rein. Da ist ja dieser Riegel da. Und kann ich ja auch hier nicht wegmachen. Na gut, dann verlasse ich mal diesen Ort. Du bist im Begriff, an einen anderen Ort zu reisen. Fortfahren. Bestätigen. Ruhestunde. Als du am frühen Morgen in die Seamstresses Union zurückkehrst, scheint sie ein völlig anderer Ort zu sein. Ohne die Kundschaft, die sich dort für gewöhnlich drängt, wirkt die Bar einsam, beinahe verlassen. Es ist beinahe gespenstisch, so wie die Hinterräume von Hotels oder Einkaufszentren. Doch du hast endlich eine handfeste Spur in deinem Fall. Eine Probe des Blutes des Rippers. Du brauchst nur jemanden, der dir helfen kann, es zu analysieren. Ich drücke mal fortsetzen. Neues Ziel. Finde jemanden, der die DNA-Probe analysieren kann. Ohne ihre farbenfrohe Belegschaft, die Stammgäste und die Touristen, wirkt die Union mehr als nur leer.
Die vordere Bar und die Lounge sind mit der Ausnahme von ein paar Reinigungskräften vollkommen verlassen. So, das mache ich hier zu. Und wie es weitergeht, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe. Bis dann!